Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Diesmal ohne den Manuel und diesmal spiele ich alleine. Lone Rider und so. Naja, aber wir spielen jetzt einmal Kartenchaos und es wird eine super Runde. Das verspreche ich. Also, ich bin zwar, heißt zwar Let's Noob und ich bin auch ein Noob, aber ja. Also ich spiele als Jäger, wie immer. Eigentlich. Und ja, wollen wir mal sehen, ob wir was reißen können. Bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen. Und findet er jetzt endlich mal einen fairen Gegner? Würdiger Gegner. Ein fairer Gegner wäre natürlich auch toll gewesen, aber ein würdiger Gegner. Okay. Gegen Anduin. Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Lass die Jagd so, mal beginnen. Oh. So. Mal sehen, was wir reißen können. So. Das Kartenchaos besagt, dass man mit 10 Mana Kristallen startet. Und deswegen habe ich mal hier schön die hohen Karten reingepackt. Und das wird, glaube ich, eine lustige Sache. Das kriegen wir schon auf die Reihe. Knappe mir zur Seite. So. Bereit, mein Herr. 4-4-2-2. Na, das krieg ich besser hin. So. Und nächster Zug. Ja. So, nachdem die letzte Also, ich erkläre mal kurz, wieso ich jetzt alleine bin und nicht mit Manuel zusammen. Nachdem beim letzten Video die Qualität vom Audio so schlecht war, hatte ich überlegt, dass ich erstmal die Audio auf die Reihe bekomme und dann erstmal so aufnehme und dann in der nächsten Runde ist Manuel wieder dabei. Aber erstmal so. So, mal gucken. Habe ich gar nicht aufgepasst, wie er das gemacht hat. Na egal. Das. Das. Und füge dem Penner da 2 Karten. Und bin fertig. Naja, also wie gesagt, ich hoffe mal, in dieser Aufnahme ist das Audio besser als in der letzten Aufnahme. Müsste eigentlich. Ich habe jetzt 1,5 Stunden daran rumgespielt. Und das kriegen wir schon hin noch auf die Reihe ordentlich. So. Ui, da wurft sich da ganz schön einen hoch. Aber den kriegen wir auch noch fertig. Also das wird no problemo werden. Na gut, vielleicht ein bisschen, aber macht ja nichts. Erstmal so, dann so. Au, oh, perfekt. 9. Dann mach ich einmal so. Und einmal direkt ein bisschen Angriff. Sprengfalle. Wieso hat ein Priester Sprengfalle? Ich dachte, es haben nur die Jäger. Naja, egal. 20-20 Gleichstand und ja. Ich bin gespannt. Nächste dann. Oh, langweilig. Zurück mit euch, ihr heutigen Landratten! Oh, da ist er. Und noch 2 Gehalt. Das sieht gar nicht gut aus für mich. Aber ich bin ja auch, wie gesagt, ein Noob und deswegen heißt es ja auch Let's Noob und nicht Let's Play. Aber ich guck mal, vielleicht kann ich es ja noch rumreißen. Noch ist nicht aller Tage Ende. Aber bald. So morgen oder so. Oh, ja, jetzt habe ich verloren. Also, wenn ich jetzt nicht cleare das Board des Gegners, produziere, dann habe ich verloren. Ja, verloren. So, GG. Und, ja, das war ja wohl nichts. Na gut, ab ins nächste Spiel. Wir reißen noch dieses. Wir reißen noch einen. Mindestens. Ich hoffe es mal. So. Gegner wird ausgesucht. Hoffentlich kriege ich diesmal einen faireren, aber weniger würdigen Gegner. Oder einen Gegner, der meinem Skill wirklich würdig ist.
Also ein Spieler Rexha Stufe 600. Jaina. Ihr habt es so gewollt. Lasst die Jagd so, beginnen. Mal gucken. Lasst die Jagd beginnen. Ja, da möge sie beginnen. Sprengfall ist doch ganz. Lass ich mal meine Starter und gucke, was ich so bekomme. Und Gegner wählt noch aus. Und was wird er wählen? Die Karte oder die andere? Oder vielleicht doch die dritte? Oh, alle drei rausgekickt. Das ist ja mal auch was. So. Mal sehen, was spielt er? Erster Zug tot. Neo S, komm. Das schaffst du. Das schaffst du. Du schaffst das. Vielleicht mein Geheimnis. Gibt es eigentlich für Jäger nur die Sprengfalle oder gibt es da mehrere Geheimnisse? So, mal gucken. Also, das hier. Dann den hier. Und dann mache ich noch das. Und dann. Ach, irgendwie war das schon klar. Ich bin froh, dass er nur Diener kopiert und nicht meine Sprengfalle zum Beispiel. Das wäre ziemlich mies. Aber Magier ist eh so eine OP-Klasse, da habe ich ja eh keine Chance. OP-Klasse. Also, nicht wundern, wenn ich verliere, ich schiebe das alles darauf, dass der Magier eine OP-Klasse ist. Und ja. OP-Klasse halt. So, wenn ich das hier rausbekomme. Der, das ist doch ziemlich gut. Achso, ich muss ja erst den Penner da töten. Ja, mach ich mal. Fertig. Nur noch ein Mana übrig, also als Karte unten und. Das ist es auch nicht wert. Komm, Neo, erst spiel mal irgendwas Nützliches. In der Zeit mach ich hier mal ein paar dieser Ranken kaputt. Die geht gar nicht kaputt, nur die eine. Sehr schade. Irgendwie achte ich nie darauf, was der Gegner macht, während er das macht. Ich gucke mir immer erst danach nur das Ergebnis an. Und jetzt hat er freie Bahn mit Marzipan. Nicht mit Persipan. Obwohl Persipan eigentlich besser einen Geschmack hat. Ne? So. Achso. Ich brauche hier erst noch einen Mann. Dann kann ich den spielen. Dann habe ich 13 hier, 3 hier. Und er hat noch eine Runde, um alles rauszuhauen. Ich glaube, das schafft er als Mage. Das ist so eine OP-Klasse, das schafft er locker. Aber momentan haben wir noch freie Bahn. Na gut, ich kann nicht singen, das wird man jetzt bemerkt haben. Aber ich sing trotzdem gerne. Haha. Ja, auf jeden Fall. Schön leeres Feld jetzt. Und ja, ich würde gerne mal wissen. Wenn sich irgendjemand dieses... Oh, gewonnen. Yeah, ich habe gewonnen. Yeah! Applaus für mich. Also, ich habe keinen Applaus-Button, deswegen muss ich mir selber applaudieren. So, so traurig. So, jetzt muss ich mal eben in meiner Sammlung meine Sprengfalle austauschen gegen eine goldene Sprengfalle. So, ne, Arcana-Schuss muss ich austauschen gegen einen goldenen Arcana-Schuss. Arcana-Schuss raus und goldener Arcana-Schuss rein. Fertig. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber sieht einfach cool aus. Achso, ich wollte ja gar nicht spielen, ich wollte Karten ausspielen. Und los geht's. Schon 2 Siege. Ich bin echt der Profi. Ich hab... Was weiß ich, 20 Runden gespielt und 2 Siege. Für eine gute Statistik, würde ich sagen. Gute Statistik. Naja, dafür kann ich andere Sachen. Ich kann zum Beispiel gut backen und kochen und gut irgendwelche Scheiße labern, das kann ich auch. Aber ansonsten wüsste ich eigentlich nicht, was mir das sonst bringen soll. So, er wählt wieder aus. Schon wieder ein Magier. Wer hätte es gedacht? Was ein Wunder. So, was haben wir hier? So. So.
und fertig. Oh, OBS ist groß geworden. So, fertig. Übrigens, ich nehme nicht mit Fraps auf, sondern mit OBS einfach, weil es einfacher ist und ich so nicht zwei Programme brauche zum Streamen und zum Aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine schlechtere Qualität macht, aber bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit. Ich habe auch schon damit gestreamt, hat Spaß gemacht. Übrigens, bei mir gibt es auf dem Channel, bei uns, ich mache ja mit Manuel das hier zusammen ein bisschen spielen, ne? Bei uns auf dem Channel gibt es jeden Sonntag gibt es auf Twitch einen Stream. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Seid herzlich dazu eingeladen. So, 4 Schaden. Also wie gesagt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, uns auf unserem Stream zu besuchen. Am Sonntag, jeden Sonntag, 19 Uhr. Hoffe ich doch zumindest. Und dass wir das so durchhalten und das kriegen. Oh, irgendwie geil. Das mache ich jetzt das ganze Spiel über. Stein rein und schießen. Yeah. Boah, geil. Also 19 Uhr jeden Sonntag. Und da streamen wir halt labern ein bisschen Mist, so wie hier in dem Format, nur halt noch mit meinem Kumpel zusammen, der letzte Mal dabei war. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal mit zuguckt. Hätte ich Spaß dran. Ja, so. Mal gucken, ob wir den jetzt auch platt kriegen oder ob ich wieder ablose total. Aber halt dieses Katapult gefällt mir. Yeah. Wir können auch mal andere Spiele spielen, wenn euch das gefällt. Wir haben ja ziemlich viele Spiele, beziehungsweise ich habe ziemlich viele und der Manuel ist noch am Aufbauen seiner Sammlung. Oh. Und ja. Könnt ihr gerne mal reingucken oder halt abonnieren, wenn ihr Lust habt, wenn euch das hier gefällt. Was ich hier für ein Mist laber, so, jetzt sterben, dann wird der und dann wird der da drauf und das und das. Oh. Schade. Gucken, was jetzt für ein Geheimnis kommt. Ah, noch eins. Perfekt. Und ja. Nein, mein ganzes Board passiert. Nur noch der Typ hier. Champion von Sturmwind. Ich entschuldige mich, falls ihr gerade die Dose gehört habt oder vorher schon die Flaschen gefallen habt. Ich muss heute oder morgen, besser morgen, Leergut wegbringen. Also. Ich nehme ja freitags auf jetzt gerade und Samstag, ich arbeite freitags und Samstag, aber wenn ich samstags arbeite, fangen wir abends um 9:30 Uhr an zu arbeiten für samstags, aber das macht halt auch Spaß, also ich bin Bäcker und das macht richtig Spaß. Man kriegt keine Kohle, die Arbeitszeiten sind unmenschlich und so weiter, aber es macht Spaß. What the fuck? Wie hat er das geschafft? Scheiß OP-Mage. Das Auge erinnert mich immer irgendwie an die Illuminati. Oh. Mit alle Diener ein. Gucken, was ich jetzt für ein Wildtierbegleiter bekomme dabei. Geil. Damit ist der tot, das geht dahin. Oh, der hat jetzt zwei Kernhündchen auf der Hand. Also Kernhündchen ist eins meiner Lieblingstiere, aber wenn er zwei auf der Hand hat, die kosten 7, kann er jede Runde eins rufen und das ist ja schon ziemlich scheiße. Sieht zwei Karten. Ich will auch zwei Karten ziehen. Ey, warum darf der das und ich nicht? Jetzt bin ich aber beleidigt. Scheiß Hearthstone. Ah, den habe ich auch. Der ist lustig. Aber mit meiner Hand würde der mir nicht viel nützen. Deswegen habe ich den nicht im Kartenchaos-Deck. Das lohnt sich allerdings. So, mach ich's. Ja. Weil dann hat er jetzt nur noch 3 und
Wenn er nicht aufpasst, ist er nächste Runde tot und er kann mit dem höchstens einen angreifen oder allerhöchstens zwei, wenn er dem jetzt Endzorn gibt. Das heißt, diesen Apfel auf euren Kopf! Oh. Naja, wenigstens hat er den richtigen getroffen. Gucken, was er jetzt macht. So viel 4 Schaden zu sehen. Okay, was hat dem das jetzt gebracht? Ja. Okay, und ich habe jetzt trotzdem gewonnen, oder? So wie ich das sehe. Wenn ich jetzt noch so mache, hier drauf, dann wünsche ich dem noch gut gespielt und mache den einfach fertig. 2 Runden in Folge gewonnen, also das ist ein neuer Rekord für mich. Also, oder war das in Folge? Ne, ich habe dazwischen noch verloren, aber 2 Runden gewonnen innerhalb von 15 Minuten, das ist ein Rekord für mich. Und ja, eine Runde geht noch, eine geht noch, eine geht noch ein. Eine allerletzte Runde. Hoffen wir mal, dass die nicht so lang wird, damit ich auch gleich ins Bett komme und schlafen kann und dann auch morgen oder heute Abend fit bin für die Arbeit. Ich muss auch noch zum Regen und den Energy Drink holen, sonst verbrenne ich das. Aber ich krieg das hin. Ich bin done. Ich kann das. So, wir fangen mit 10 an. Tableleiter, Eisenpelz Grizzly und Verteidiger von Argus. Das ist eine super Kombination. Damit kriegt man ganz schön was hin. Und ja, ich hoffe ja, da gibt's bei Tierbegleiter gibt's ja den einen. Ich weiß nicht mehr. Ach egal. Ich hoffe auf jeden Fall auf einen bestimmten. Natürlich, so ein Typ hier schon wieder. Ich hasse den. Genau wegen denen verliere ich immer, ja, weil ich noch nicht so weit bin wie die. Aber ist er nicht eigentlich nur zweimal Tierbegleiter? Der oder zweimal Tierbegleiter? Einmal Tierbegleiter, guck, was es ist. Und nochmal Tierbegleiter. Okay, dann mache ich das so. Bam. Nefarian. Fertig und. Dann stirbt Nefarian nämlich, wenn er nächste Runde angreifen sollte. Hoffe ich mal. Vielleicht. Bitte. Bitte, bitte. So. Fügt einen Feindkombinant 4 Schaden zu. Versucht, ursacht einen Schaden. Na toll. Dankeschön. Dann muss ich das spielen, das spielen, das spielen, fertig. So. Also, ich hoffe mal, dass der jetzt hier in meine Sprengfalle tappt, was ich nicht glaube, da jeder weiß, dass Jäger nur Sprengfallen haben. Oder ich glaube, ich habe keine dass Jäger nur Sprengfallen haben. Sylvanas, natürlich. Was denn noch? Ich glaube, dass Jäger nur Sprengfallen haben und daher. Toll, hat er schon wieder keine 2 auf dem Feld. Kann ich nicht spielen. Ich kann nur das machen. Der Waldwolf wäre eh sofort weg und bringt mir so nicht viel. Da warte ich doch lieber, bis ich dann irgendwie Kernhündchen oder so gezogen habe. Ah, wie klug. Erstmal den Ding spielen und dann nicht. Dann erstmal die Sprengfall aktivieren und dann das Teil spielen. Obwohl, was hat der für ein Todesröcheln? Ruft einen zufälligen legendären Diener herbei. Na, danke. So, fügt 2 verschiedenen 2 Schaden zu, fügt 2 Schaden zu und fügt 2 Schaden, ein bisschen Schaden. So, in ein paar Runden habe ich eh verloren, aber so läuft das halt. Wenigstens ist es eine schnelle Runde. Und ja, ich will ja nicht mit Überlänge produzieren. Dabei habe ich noch gar keinen Stand im Deck. Wie oft hat der das denn noch im Deck? Geht's noch? Wie oft hat er den... So, mir egal. Tschüss. 1. Ein Nefarian mit 1 ist schon. Aber werden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der ersten Folge gemacht habe oder in der Folge, die ich lösche.
Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal so ein Superschaf gemacht. Und da hat mir ein Gegner mein Kernhündchen in Schaf verwandelt. Und dann habe ich daraus zweimal Hundemeister, also insgesamt 7 Schaden, plus noch einmal der Typ von Argus, plus noch einmal Sturmwinds, so und so. Am Ende hatte ich ein 10er Schaf, was 10-10 hatte. Oder eine 10-9, glaube ich. Und das war schon ein Hammer Schaf. Das mache ich gerne so. OP-Schaf aus 1-1 Schaf. Und aber ich noch lieber hätte ich es mit dem Kernhündchen gemacht, weil der wäre dann richtig abgegangen. Weil das Schaf geht von einem Punkt aus und das OP-Hündchen vom 9-fachen und dann wäre der Endschaden ja auch entsprechend höher gewesen. Schon wieder Erster, ich will nicht Erster sein. Was habe ich jetzt? Thrall. Hallo Thrall. Ich grüße dich. Grüße. Erster Zug, du bist sicher, dass du nichts spielen willst. So. 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 Aber ich glaube, bei Charmy gibt es ja eh so ein paar Tricks, die man anwenden kann, oder? Und dann kann man eigentlich auch schon in der dritten Runde gewonnen haben. Wieso hat er jetzt... Oh! Super! Super! Mach mich fertig! So, den muss ich jetzt platt machen. Der kommt weg. Der kommt in Müll und der auch. Der nicht. So. Einmal Kernhündchen, einmal der. Dann das, dann 7 Schaden und fertig. So, wenn er jetzt nichts spielt mit entweder Spott oder mein ganzes Feld zerstört, dann hat er verloren. Ja, er zerstört mein ganzes Feld, was auch eine gute Option ist. Na toll. Super. Und mein Kämpfer ist weg. Wie schade. Wieso kommen überall diese Spinnen? Die nerven. Gucken. Ja. Besser als nichts. Hätte ja auch irgendein Einser sein können. Das hätte mir jetzt nicht so viel über. Was denn was bringen würde? Wäre meine Sprengfalle. Die wäre geil jetzt. Weil dann könnte er mich nicht mehr wirklich hitten, ohne dass er alle verliert. Außer den hier. Okay. GG. Okay, das war's dann auch wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, falls ihr überhaupt ein bisschen geguckt habt und nicht geskippt habt. Aber trotzdem danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und ja, wir sehen uns dann. Und habt eine schöne Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Abo oder ein Like da. Mindestens ein Like, komm, geht. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt konstruktive Kritik oder destruktive Kritik oder polemische Kritik. Schreibt alles unten in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.